Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und die Legende vom Eon-Tor. Beim letzten Mal haben wir es bis hier nach Falkenheim geschafft, haben uns als Kämpfer in einer Arena registriert und heißen jetzt Bomber Luigi. Weil warum nicht, schätze ich. Und ja, wir sind damit beauftragt worden, dass wir nun durch die zweite Liga hinaufsteigen, indem wir alle Feinde besiegen und dann um in die erste Liga zu kommen, damit wir Champion werden können. Da wir festgestellt haben, dass das Sternjuwel irgendwie auf dem Championship-Gürtel rumklebt. Und wir haben uns jetzt erfolgreich in diesem Schrank eingeschlossen. Okay. Das Ding sieht relevant aus. Und ja, eben unser aktueller Auftrag ist es jetzt, in die erste Liga zu kommen. Automatisches Registrierungssystem. Also wollen wir mal uns für einen neuen Kampf registrieren. Schauen wir mal. Na hallo, Bomber. Du möchtest dich also zum Kampf melden? Also gut, dein nächster Gegner. Er ist gegenwärtig auf Rang 18. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf solltest du keine Sternattacken nutzen. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen, okay? Na, zeig mir einen guten Kampf. Okay, also sind's Koopas. Ja, na willst du aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander zu treten. Ja. Okay, da wir Koopas vor uns haben, holen wir natürlich jemanden raus, der springen kann. Das macht Sinn, ne? Das macht Sinn. So. Na, Bomber, der Kampf beginnt. Folge mir. Ja, ja. Wir kommen ja schon. Wir kommen hier schon hinterher. Das eine Problem, das wir hier haben, ist, wir sollten vielleicht mal unsere Orden noch ein bisschen umstrukturieren, da es hier keine Möglichkeit gibt, Items nach dem Kampf zu bekommen, können wir natürlich auch keine BP kriegen. Also sollten wir mal unsere Orden nochmal überdenken. Fällt mir gerade mal so spontan ein. Andererseits können wir halt Zwischenkämpfen jederzeit KP und BP voll aufladen. Von daher müssen wir sich mit unserem BP nicht zurückhalten. Ist auch mal was Nettes. Die Gegner im vollen Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die Undurchdringlichen, die Panzerkämpfer. Na, also los, Mario. Wir schaffen das. Na, also los, Bomber. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber erwarte keine Gnade im Kampf. Let's fight! Ja. Lasst uns kämpfen. In der Tat. Du darfst keine Sternattacken benutzen. Ja. Wenn wir uns an diese Anweisungen nicht halten, dann dürfen wir beim nächsten Mal nicht gegen ein höheres Team antreten. Von daher sollten wir uns nach Möglichkeit wirklich dringend daran halten. So, wunderbar. Alle bis auf einen schon mal umgekippt. Und dabei habe ich eiskalt vergessen, dass ich mit Gumbrina den einen tatsächlich hätte scannen müssen, der fliegen konnte. Ups. Dass es nicht keine normalen Koopas oder Panzer-Koopas sind. Total was unterschiedlich ist. Nee, das ist ein Panzer-Cooper. Die Farbe ist etwas anders als bei normalen Koopas. Max KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Der kann nicht mehr als ein normaler Cooper auch. Der kannst ihn besiegen. Ja, du solltest Marono nicht zu sanft anpacken. Ihr bleibt trotzdem Freunde. Ja, oh mein Gott, können wir ein Bingo kriegen? Nein. Okay. Und der ist damit erledigt. Dann bleibt nur noch sein Kumpel. Und den drehen wir mal flott um. Zack. Und natürlich kriegen wir auch dafür einen ganzen Sternpunkt. Ja. Wuhu. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Das war ein Kinderspiel. Ja, es waren Koopas. Was hast du erwartet? Bitte, deine Gage. Sind jetzt immer noch... Oh mein Gott, das sind 4 Münzen. Ich bin reich plus 1. Mario steht auf Rang 18. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Wie gesagt, ich würde mir mal eine neue Brille besorgen, wenn du die so oft nachrichten musst, gute Dame. Du kämpfst nicht schlecht. An diesem Mal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Als würde ich eh was noch gegen dich kämpfen. Ja, wie gesagt, wir sollten uns mal um unsere Orden kümmern. Bitte einmal sortieren. Nach Typ. Danke. So, Multisprung macht Sinn, Powerhauer macht Sinn, Erdbeben macht auch Sinn. Wir könnten uns ganz gut einen BP Plus besorgen.
Weil wir halt jetzt die BP auch zwischen allen Kämpfen, oder was anderes, wir kriegen zwischen allen Kämpfen BP voll. Wann brauchen wir schon mal 20 BP in einem Kampf? P minus V plus, nicht so richtig sinnvoll. Ausweicher sollten wir auf jeden Fall behalten. Tu mir nichts kann immer nützlich sein. Glück gehabt auch. So, Blumenregen brauchen wir aktuell nicht. Wir könnten theoretisch Kuckuck benutzen, damit wir die KP haben, ohne dass wir jedes Mal scannen müssen. Wir werden verdammt viele neue Gegner in dieser Arena haben. Und da wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Und da könnten wir vielleicht Fortuna anlegen. Nur für den Notfall. Oder, ich meine, theoretisch könnten wir natürlich auch einfach KP plus anlegen. Naja, ich glaube, für den Fall, dass wir mal zu viele Gegner haben, die wir scannen müssten, können wir mal Kuckuck anmachen. Und dann schauen wir mal. Wir könnten theoretisch noch Schrumpfer machen. Das wäre nicht schlecht. Erweicher ist natürlich sehr nützlich, wenn wir mal Feinde mit höherer Verteidigung haben. Ich werde natürlich versuchen, möglichst alle Feinde zu scannen, aber wie jetzt gerade eben auch, kann es schon mal sein, dass ich das vergessen werde. Ich meine, es ist kein Weltuntergang, wenn man mal vergisst, einen Gegner zu scannen, aber ich werde es versuchen, mich trotzdem dran zu halten, nach Möglichkeit. So, ich möchte bitte kämpfen. Oh, wen haben wir jetzt als nächstes? Hallo Bamba! Du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Na so gut, dein nächster Gegner ist Gegenwärtig Rang 17. Du kämpfst gegen das Poké-Trio. Im folgenden Kampf sollst du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet. Nimm mal etwas Rücksicht. Du hast eine Freundin? Okay. Ich meine, wenn man stinkreich ist, ist das auch nicht so schwer, schätze ich. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Aussage, die ich je getroffen habe. Zeig mir einen guten Kampf. Ja, dann waren wir doch direkt mal an der Tür. Oh Moment, wir sollten... Wobei, wir brauchen Gumbrina einmal zum Scannen. Danach sollten wir sie austauschen. Bomber, der Kampf beginnt. Folge mir. Ja, wir kommen schon hinterher. Gut, dass wir nicht sehen müssen, wie die Pokies durch die Tür laufen. Ich frage mich, ob die sich aufteilen und ihre Teile danach zurückholen oder so. Die Gegner im vollen Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die Gestachelten, das Poké-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen. Ja, wenn du uns mal anfasst, wirst du schon ein blaues Huhn erleben. Let's fight! Ja, dann beginnen wir mal mit unser Kämpfen. Schlagen gehen innerhalb von 5 Runden. Ja, dann sag mir doch mal bitte, mit wem ich es hier zu tun habe. Ja, das ist ein Poké. Poké ist ein Kaktusmonster mit fiesen Stacheln. Max GP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Na, pass auf die Stacheln auf. Wenn du springst, tut das bestimmt ziemlich weh. Pokis werfen mit Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich drauf. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung. Lass sie uns schnell besiegen. Ja. Lass sie uns schnell besiegen. Hauen wir auf den ersten schon mit einer Powerhauer. Das sollte sie schnell besiegen. So, schon mal einer weniger. Und der hat eiskalt Verstärkung geholt. Die Sau. Okay. Dann holen wir uns mal einen Kupio. Und dann hauen wir den auch wieder mit dem Powerhauer kaputt. Autsch. Kriegen wir noch einen Eimer auf den Schädel? Wie fies. Okay. Dann ist das hier Runde 3. Also können wir uns noch ruhig ein bisschen Zeit lassen. 5 Runden ist jetzt nicht so eng. Werden sie auch in der Runde besiegen können, wenn wir das gewollt hätten. Indem wir einfach ein paar Mehrfachattacken eingesetzt hätten, aber so muss sie nicht ganz so oft in dem Bett schlafen gehen. So, soweit so gut. Jetzt nochmal mit dem Hammer drauf und dann sind wir durch. Yay, unser Würfelglück kommt für mehr Angriffskraft, wenn der Feind noch einen einzigen HP hat. Wie hilfreich. Zauber mit Angriffskraft. Feind hat noch ein HP. Nimmt jetzt 5 Schaden. Wie hilfreich. Da kriegen wir dann, dafür, dass wir das Poké-Trio erledigt haben, kriegen wir dann 4 Sternpunkte. Na
der Gewinner ist Baba Luigi. Gewonnen? Ja, wir haben in der Tat gewonnen. So wie sich das gehört. Für Mario. Ja, bitte, deine Gage. Sind es jetzt 5 Münzen? Nee, oh. Ich bin immer noch nur reich plus 1. Mario, Rang 17. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Hey, Bomber, da bist du ja wieder. Und? Hast du wieder gewonnen? Da siehst du topfit aus. Aber weißt du, du bist mein großes Vorbild. Ich bin seit 5 Minuten hier. Kommst du wohl her? Ja, es war anscheinend Totskova? Wie auch immer. Na, du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör auf damit. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen. Das finde ich so widerlich. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus. Kapiert? Kollege, hinter Frauen herzuschnüffeln ist nicht in Ordnung. Na, schon wieder Samum. Ja, tut mir leid, dass ich dieses zitternde Vibe mitgebracht habe, Maruno. Na, mach dir nichts aus. Sie spielt sich immer so auf. Ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum rennst du ja auch da nach? Bist du aber verknallt? Blödsinn. Na, was auch immer. Ich geh mal wieder. Ja, verzieh dich. Wer Frauen nachstellt, ist nicht in Ordnung. Okay. Dann brauchen wir mal wieder unsere gute Gumbrina. Nur für den Fall, dass wir irgendwelche neuen Feinde im nächsten Kampf haben. So, der nächste Kampf. Na, hallo Bomber. Dann möchte ich dich zum Kampf melden. Na, so gut. Der nächste Gegner. Es ging wirklich auf Rang 16. Du kämpfst gegen die Knochenwerfer. Im Fall den Kampf sollst du ja gegen ihn innerhalb von 5 Runden schlagen. Ah, oh, schon wieder. Was sollte machen wir sein? Ich bin danach mit einer Freundin verabredet. Ja, kennen wir schon. Zeig mir einen guten Kampf. Na, Knochenwerfer klingt einfach nach normalen Knochentrockens. In dem Fall brauchen wir Gumbrina nicht. Ich liebe es, von der Tür aus dem Weg geschlagen zu werden. So ein netter kleiner Touch. Dass man halt, dass ich nicht der Tür einfach im Weg stehen kann. Sehr angenehm. Ja, es sind in der Tat nur Knochentrockens. Dann haben wir uns richtig entschieden. Die Dinge haben wir schon gescannt. Die in dem folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die knarzenden Knochen, die Knochenwerfer. Wir schaffen das. Von dir wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben. Let's fight. Ja, in der Tat. Let's fight. Ja, besiege deinen Gegner innerhalb von 5 Runden. Puh, war das schwer. Ich weiß nicht, warum die über den Pokis stehen. Ich bin mir nicht sicher. Die Pokis sollten die one-shotten. Und der Gewinner ist Baba Luigi. Gewonnen. Ja, das war hochschwer. Na bitte, deine Gage. Sind sie jetzt 5? Yay, wir sind reich plus 2. Marsch, wir fangen 16. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Ja. Bye-bye. Okay. Der will schon wieder für uns. Schon wieder gewonnen. Mann, du bist echt wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe ein Glück für sowas. Sei ruhig. Mein Bein! Alles okay. Fass hier an. Na, hier lang. Halt aus. Mama! Aus dem Weg. Scheint sie mal verletzt zu haben. Ne, da scheint er so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Wir haben Krankenhäuser. Aber schließlich wird hier gekämpft. Da passiert sowas häufig. Ich meine, legt ihn einfach hier in das Bett und er ruht sich kurz aus und hat seine KP wieder. Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Ja, apropos. Können wir ein paar BP wieder zurückgebrochen? Ich will nicht nach jedem Kampf schlafen, einfach weil
die Animation mir dafür immer noch zu nervig ist. Aber man könnte theoretisch. So, wir registrieren uns mal. Hallo, Bomber. Du willst jetzt zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner. Ist gegenwärtig auf Rang 15. Du kämpfst gegen Stachy und Partner. Okay. In dem folgenden Kampf solltest du mindestens 3-mal Schaden erleiden. Einseitige Überlegenheit langweilt mich. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, Stachy und Partner klingt auf jeden Fall nach einem neuen Feinden. Also, Gumbrina! Oh, gehen wir aus dem Weg der Tür. Oh, stand nicht weit genug weg. Oh, Bomber, der Kampf beginnt. Ja. Wir folgen. Weil wir sonst nichts zu tun haben, hauptsächlich. So, währenddessen, ja, das sind auf jeden Fall neue Gegner. Sogar zwei davon. Die in dem folgenden Kampf sind... Der Krawallklempner Bomberluigi und die Bombertruppe Stachy und Partner. Warum sind die Bombertruppe? So hätte ich von Bob-Bombs erwartet und nicht von Lucky Twos und Stachys. Na, also los, Mario, wir schaffen das. Na, gegen unsere gefährlichen Angriffe hast du nicht die geringste Chance. Let's fight! Jo, dann wollen wir doch mal mit dem Kämpfen beginnen. Du musst mindestens 3-mal Schaden erleiden. Ja, also wie ich das so kenne, können Lakitus mehr Stachys spawnen. Also nehmen wir den mal zuerst unter die Lupe und hoffentlich dann gleich auch aus dem Kampf. Das ist ein Lakitu. Lakitus sind Koopas, die auf Wolken reiten. Maske B5 war auf 2 verteidigen 0. Sie werfen Stachy-Eiern. Wenn sie Stachy-Eier tragen, solltest du nicht auf sie springen. Na, wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachys im Tingel sind. Man weiß schließlich nie, wie viele Stachy-Eier so ein Lakitu dabei hat. Ja. Entsprechend, wenn wir mit einer Stampfattacke versuchen, den Lakitu sofort umzubringen. Wunderbar. Und damit ist er erledigt. Au. 3 Schaden ist eine Menge. Und der hat sich einfach eingeigelt, okay? Schauen wir mal, was ein Stachy so ist. Das ist ein Stachy. Die Stacheln der Stachys verursachen riesigen Schaden. Masker P3, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Ja, solange du sie nicht umdrehst, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Also solltest du sie alle so schnell wie möglich umdrehen. Anstatt zu springen, nimmst du am besten Powerblocks. Wegen der Stacheln. Ja. Oder wir nehmen Erdbeben. Das dreht die in der Regel auch ganz gut um. Eben, zumindest die, die umgedreht werden können. Und so. Und du darfst jetzt mal, Kupio werden, schätze ich. Kann sowieso außer Mario, glaube ich, keiner irgendwas in diesem Kampf tun. Wir alle nicht genug Einzelschaden machen. Ja, er kann dann mal eine Runde verteidigen, weil warum nicht? Der Kampf ist sowieso beendet. Da hauen wir noch mit einem Powerhauer drauf, machen den einen Schaden, den wir noch brauchen. Und kriegen dann nochmal ganz viele Cools und kriegen dafür doch einen ganzen Sternpunkt. Von Lakitus und Stachys hätte ich irgendwie mehr erwartet. Wuhu! Unser Gewinner ist Bomberluigi! Geschafft, Mario! Ja, in der Tat, wir haben es geschafft. Na, bitte deine Gage. Sind es immer noch 5? Ist immer noch 5. Na, immerhin reicht plus 2. Wunderbar. Ich lasse dich jetzt allein. Na, haben wir es schon auf Rang 15 geschafft. Yay. Wir kommen verdammt weit. Na, kannst du mich mal nach einem Kampf in Ruhe lassen, Barono? Na, der Hotdog stand draußen, soll ein neues Angebot haben. Na, angeblich ein Hotdog mit irgendeinem seltsamen Eiern von der südlichen Insel. Ich habe gehört, wenn man eins davon isst, gewinnt man. Probier's doch mal. Bevor ich das probiere, gehe ich erstmal eine Runde schlafen, denn wir haben die Hälfte unserer BP in dem Kampf verbraucht. Oh, so viele Erdbeben und so viele Powerhauer sind schon stressig für unsere BP. Also, gut. Wenn er sagt, wir sollen uns mal den Hotdog-Stand anschauen, dann schauen wir uns mal den Hotdog-Stand an. Hey, yo, wie geht's? Hey, Bomber, wie geht's dir? Ich habe einige hochinteressante Dinge herausgefunden. Hast du schon mal was über die 7 Mysterien der Arena gehört? Ist eins davon, dass wenn jemand eine Treppe hochläuft und sie runterläuft, sie unterschiedliche Zahlen haben, weil sie einfach zählt hat? Bitte, bitte sag mir.
Über diese Arena kursieren viele Gerüchte, aber einige sind besonders rätselhaft. Ja, diese 7 Mysterien. Ja, mich hat das brennend interessiert. Also habe ich mich etwas umgesehen. Nee, was meinst du? Möchtest du was die 7 Mysterien hören? Klar. Hau rein. Ja, was interessiert dich denn? Die geflickte Wand, die menschenfressende Toilette. Die rätselhafte Treppe, oh mein Gott, das hätte ich immer verzählt. Das Geisterzimmer, das seltsame Leuchten im Ring, spurlos verschwunden und Klabon und Totskova. Fangen wir mal oben an, ne? Die gefliegte Wand. Im Aufenthaltsraum der zweiten Liga gibt es ein zugestopftes Loch in der Wand. Ja, dahinter sollen sich die Überreste ehemaliger Kämpfer befinden. Cool. Hey, Bomber. Ja, erzähl mir mehr. Über die menschenfressende Toilette. Irgendwo in der Arena soll es eine Toilette geben, die Menschen frisst. Wem das niemals passiert ist, vermeide es tunlichst, das ein zweites Mal zu erleben. Ja, dann ist man ja auch gefressen und tot und so. Deine Mysterien sind nicht besonders gut. Was mit der rätselhaften Treppe? Irgendwo hier gibt es einen zweigeschossigen Raum, jedoch ohne Treppe. Da erscheint niemand jemals ins obere Geschoss gekommen zu sein. Trotzdem sollen von dort oben manchmal wehklagende Stimmen zu hören sein. Okay. Hey, Bomber. Ja. Komm. Das Geisterzimmer. Im Zimmer des Champions soll es ein Geister geben. Geister? Weißbrot? Man hört sie wohl leise flüstern, wenn man ganz still ist. Vielleicht die Rachegeister jener, die jenen Champion verloren haben. Vielleicht. Okay, was hast du noch so zu erzählen? Das seltsame Leuchten im Ring. Der Freund eines Freundes meines Freundes hat das mit eigenen Augen gesehen. Also hat's keiner gesehen. Manchmal ist im menschenleeren Ring ein seltsames Leuchten zu sehen. Aber da die Tür verschlossen ist, kann sie ja nicht hineingehen und nachschauen. Ich muss unbedingt versuchen, das selbst zu sehen. Okay, was hast du sonst noch zu erzählen? Du hast noch spurlos verschwunden. Anscheinend verschwinden gelegentlich Kämpfer aus der Arena. Auch der erste Champion, Dark Toadstar. Ist angeblich spurlos verschwunden. Okay, das war total hilfreich. Vielleicht ist er einfach in Rente gegangen. Oder noch Club One und Totskova. Was mir aufgefallen ist, für einen über 60-Jährigen ist Club One noch ziemlich knackig. Bitte benutze dieses Wort nie wieder. Er muss ein ungeheuer gutes Trainingsprogramm haben. Und über Totskova kursiert auch ein seltsames Gerücht. Von zwei zu zwei verschwindet sie plötzlich. Ein Kämpfer haben wir beobachtet, wie sie zur Toilette gegangen ist. Und sie soll ewig nicht wieder rausgekommen sein. Wow, wie spannend. Dame geht auf Klo. Was? Wie verdächtig ist die Toilette so lange zu beobachten? Ja, in der Tat. In der Tat. Ich bin außerdem relativ sicher, dass du das warst, der die Toilette beobachtet hast. Und nicht dein Freund. Du widerst mich an. Ja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach draußen gehen und mal überprüfen, was es mit dem Hotdog-Stand und den komischen Eiern dort zu tun hat. Bis dahin. Aloha.